Du willst diese nervigen Pop-ups bei Programmabstürzen deaktivieren bzw. die Fehlermeldung abschalten? Ich zeig dir wie. Bleib dran! Willkommen bei der neuen Folge So geht's. Ich bin Tobi und werde dir heute zeigen, wie du diese nervigen Pop-ups bei Programmabstürzen deaktivieren kannst. Unter Systemsteuerung und Dienste. Du fragst dich bestimmt, wozu brauche ich das Ganze? Bei manchen Programmen hängt sich das ganze Betriebssystem auf und das ist ganz schön scheiße, will ich mal so behaupten. Und das beendet sich auch erst, wenn die Fehlermeldung bestätigt bzw. über den Taskmanager beendet. Ganz so nervig, deswegen sollte man auch das Ganze deaktivieren bzw. entgegenwirken. So, ich würde sagen, wir haben genug geredet. Ich würde sagen, wir starten mal. So, du guckst einmal auf deine Tastatur, klickst auf deine Windows-Taste plus die R-Taste, dann wird sich dieses Fenster öffnen und du gibst Control ein. Klickst dann auf OK. Dann wird sich die Systemsteuerung öffnen. Die Systemsteuerung kannst du auch über Startmenü Systemsteuerung öffnen. Als nächstes gehen wir auf Systemsteuerung und Sicherheit. System und Sicherheit. Gehen ganz runter auf Verwaltung, gehen auf Dienste, sehr wahrscheinlich dieses Fenster öffnen. Ihr geht oben einmal auf Namen, damit das Ganze alphabetisch sortiert ist, scrollt runter bis zu W und geht auf Windows Fehler Berichterstattungsdienst. Da wird normalerweise manuell drin stehen, da geht ihr auf deaktiviert und bestätigt das Ganze. So, das war auch erstmal alles gewesen. Wenn dir das Video gefallen hat, ach scheiß drauf, lass mich doch allein mit meinen Komplexen und lass bloß keinen Daumen da, sonst raste ich.